Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist es mal wieder Zeit für ein Kommentarvideo und mir ist wichtig, dass ihr mich seht, weil warum ist mir das so wichtig? Heute wird es ein bisschen kritischer. Ich bin ja sonst sehr dafür verschrien, dass ich alles gut finde, was Wargaming macht. Und das stimmt nicht, aber das habe ich schon das ein oder andere Mal erklärt. Ich glaube, ich bin jetzt nicht immer der, der alles nach außen trägt. Ich finde auch, dass Wargaming zuletzt vieles richtig gemacht hat. Ich finde, die haben sehr auf die Community gehört. Wenn sie Fehler gemacht haben, haben sie sich auch eingestanden, haben sie sich nicht ausgesessen, sondern sind wirklich auf die Community zugegangen und haben vieles Gutes gemacht. Aber jetzt ist was passiert, wo ich sage, um Donald Trump zu zitieren, shame on you, Wargaming. Weil, was ist passiert? Der M6 A2E1, den ihr hier in der Garage seht, wurde ja am 1. April verkauft. So weit, so gut. Habe ich auch noch gelobt, fand ich nämlich selber sehr gut, weil eigensinnig wie ich bin, konnte ich mir den Panzer da kaufen. Und es zeigt sich jetzt, der Panzer war einen Tag zu kaufen. Er ist nicht so häufig im Spiel, als dass der jetzt komplett jedes Matchmaking verwässert. Also das, muss ich sagen, war in Ordnung. Wargaming hat uns Kontributoren davor ein kleines Frage-Antwort-Schriftstück gegeben, worin eben auch war, was passiert mit den Leuten, die den Panzer schon haben. Da war nur drin gestanden, ominös, die Spieler bekommen eine Entschädigung. Entschädigung heißt für mich in dem Fall, er bekommt vielleicht ein paar Items wie irgendwelche Ansätze, Lüfter, sonstiges, irgendein paar, was weiß ich, Verbandskästen, freie Erfahrung auf den Account, Gold, Credits, es hat ja wirklich viele Premium-Tage. Es gibt ja vieles, was Wargaming zu bieten hat, um den Spielern Benefit zu geben, wo das passt. Es gab für die Spieler, die das Ultimativpaket, glaube ich, hieß es, gekauft haben, Missionen mit 5-fach Erfahrung für den Panzer. Und genau das haben die Spieler, die damals das Pre-Order-Paket gekauft haben, also die wirklich eigentlich wichtigen und besonderen Kunden, das haben die auch bekommen. Und da muss ich sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Also, jetzt mal ehrlich, die Spieler haben vor 6 Jahren das Spiel unterstützt, als es noch so groß war, sag ich mal. Wo wirklich das Geld, das waren auch 80 Euro oder so hat das Paket gekostet, wo man wirklich nicht wusste, wie gut ist das investiert. Und dann den Spielern mit 5-fach Erfahrung, 15 oder 30 Stück waren es, für den Panzer zu geben, die ich ja dann am Ende des Tages auch wieder umwandeln muss, um das selber zu davon was zu haben. Das heißt, da muss man auch wieder Geld zahlen, um dann seine Entschädigung zu bekommen. Das macht für mich gar keinen Sinn. Also ich kann doch nicht sagen, hier, du bekommst eine Entschädigung und am Ende des Tages musst du aber dafür noch zahlen. Das passt nicht. Und da muss ich sagen, das finde ich wirklich traurig, weil das hätte ich nicht erwartet. Die waren zuletzt so gut, was das Thema Community-Arbeit anging, wo ich mir dachte, Sihalis hat mir das per Skype geschrieben und ich habe erst gesagt, so, nee, der verarscht mich jetzt, der trollt mich, weil das ist ja keine Entschädigung, das ist nix. Das ist wirklich nix. Aber es ist genau so. Und da muss ich sagen, Wargaming setzt ein 6, weil das ist einfach nichts. Da hätte man lieber gar nichts gegeben, als so gefühlt dann den Spieler ja noch zu verarschen, zu sagen, hier ist die Entschädigung, aber zahl uns mal Geld dafür. Nichts anderes ist es. Und da muss ich sagen, das kann man so nicht machen. Und ja, ich hoffe, dass Wargaming da irgendwas noch draus zaubert. Oder irgendwas macht oder keine Ahnung was, weil das ist halt einfach gar nichts. Da hätte ich, wie gesagt, lasst es sein, gibt's gar nichts, das ist weniger verarscht als das. Ja, das war's eigentlich auch schon, mehr wollte ich da nicht sagen. Ich wollte kurz mal darauf aufmerksam machen, weil der eine oder andere hat's nicht mitbekommen. Mir persönlich wäre es wichtig, ihr könnt gerne diskutieren. Schreibt das alles in die Kommentare, was dazu einfällt, aber bleibt sachlich. Weil es bringt am Ende des Tages in der Diskussion keinem was, wenn es nur noch durch Beleidigungen einhergeht. Der eine mag Wargaming, der andere mag Wargaming nicht. Das ist alles gut und schön. Aber wenn ihr Kritik habt, dann bringt sie so rüber, dass sie am Ende auch irgendwo ankommt und gehört wird. Und nicht, dass man auf Durchzug stellt, weil sie einfach kein wirkliches, keine Etikette darstellt, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr wart ein wenig informiert. Das war's auch schon von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.